ihr auch gesagt, hat was Neues hochgeladen. 8 Stunden, ui. Komm, wir schauen uns neue Hungrige Huren wieder. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Zocken mit Max und Insko. Die Mucke mag ich. Mein Fahrrad wurde mir geklaut. Und seitdem hast du dich entschieden, AMG GT zu fahren, oder? Einfach 1984, das ist so heftig. Da war Monte erst 12. Ah, lol, neue Aufgabe. Das ist das für den Adlerzeug. Oh nein, Nico hat ihn einfach ignoriert. Ah, ich hab einen. Erstmal die Werbung. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich an den Eiern zu zwicken. Hast du dir jemals deine Eier eingezwickt? Ah! Oh! Manscaped Lawnmower 3.0 wurde speziell dazu entworfen, um das Rasieren unterhalb der Gürtellinie. Das ist für Werbung. Sascha Safe am selben Abend noch. Kannst mal vorbeischauen. Liebe Grüße. What's that, dude? Gott, meine komplette Hose ist nass, dude. Digga, das waren 500 Milliliter Wasser. Oh mein fucking Gott, du fucking Idiot. Er hat mir einfach Hops genommen. Ihr seid hier völlig lost. Was seid ihr denn? Wie lost seid ihr denn? Warte mal, die lost sind. Ihren Bruder Ui will schlafen. Keine, wir wollen doch nochmal rausgehen. Wer ist der scheiße Ui? Wir wollen doch mal rausgehen, Digga. Hallo. Wir müssen nochmal rausgehen. Scheiße. Komm, wir wollen rausgehen. Komm raus! Du musst doch jetzt noch gleich ein fein Kacki machen. Kylo! Ja, nichts für schwache Nerven. Och Mann, ey, Kylo! Monte im Mario Kart Turnier. Bist du Link? Oder Kylo? Hey! Ja, okay, das war's mit der Wette. Monte reagiert auf kein Konzept. Nee, Kylo. Jetzt, Bruder. Lass mich nicht hängen, Bruder. Lass mich bitte nicht hängen. Ganz feinig hier, ne? Das tut mir heute weh, nachdem ich Herr der Lego-Teile hier kenne. Nee, wie heißt er denn? Danke, Gigant. Damals im Gymnasium gab es diesen Song als Analyse, haben einen Test darüber gemacht und ich habe eine 6 bekommen und danach bin ich runtergeflogen auf die Realschule. Talent, Multitalent. Sascha schon wieder bastet. Digga, bei jedem Event wird er mit Kippe erwischt. Best of Amars Band Bull Stream. Wie mit 200 EQ Play. Sieh mal im Ring. Andere Seite. Du entsichern, den Ring ziehen. Den Ring ziehen, entsichern. Entsichern, den Ring ziehen. Zieh den Ring. Zieh doch dran. Bist du blöd? Geht nicht. Ziehen. Ich hab Angst. Dann mach doch. Bam. So, Mickey hat keine Rauchgranate mehr. Wir können los. Darauf erstmal ein bisschen Ketchup. Oh, warte. Jetzt aber. Nope. Micky, willst du ernsthaft da rumsitzen und auf den Scheiß-Ketchup warten? Du hast bald den größten Boxkampf deines Lebens gegen diesen Mann hier. Der gibt dir den Arschbohrer des Todes, wenn du den Kampf nicht ernst genug nimmst. Guck dir den Killer doch an. Hauptsache erstmal jeder kratzt sich an den Eiern, Digga.
Primex, einfach deutsche Obelix. Hey, sag mal, gib mal deine Fluppe, ich will auch einen Zug. Junge, du hast auch einen Boxkampf, warum rauchst und frisst du so viel? Mama, Papa, darf ich bei euch schlafen? Da ist ein Monster unter meinem Bett. Maggi Bauer, Digga. Damn boy, he's sick, boy. That's a thick ass boy. Damn. Stannis Arsch, Digga. Nur Spaß, Stanis. Ich liebe dich, Anna. Ich werde nicht wegen Bodyshaming gecancelt. Apropos Bodyshaming, einfach Stannis Arsch zu so fett, Digga. Juicy. Stanni hat ein sehr, sehr juicy Ass. Warum warst du nicht dort dabei? Ich wurde nicht eingeladen. Jetzt ein bisschen peinlich, der Moment. Ich werde einfach weiter Fahrrad fahren, bis ich am Ende der Yeah. Und ich bin mit dem Fahrrad bis zum Fahrrad gefahren. Und von diesem Fahrrad zum anderen Fahrrad werde ich weiterfahren. Elena hat Monte doch noch den VIP-Zugang gegönnt. Ach, Ende der Jagd. Junge, Alter, Mann. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Ja, aber nicht. Sie hat gegönnt. Alter, Elena, zu wild. Ein Tag in Knossis Leben. Wer hat Bock? Oh, da ist der Aufzug. Fahren Sie mit? Ich mache Videourlaub. Viel Spaß dabei. Der Typ hat gar keinen Bock. Knossi fühlt ihn einfach so random. Tschüss. Der hat ihn so gehasst, Digga. On-Stream Eskalation mit Ron. Erstmal eine Champagne-Bottle wird gegönnt, Digga. Was war das gerade für ein Reinsong? Das gibt's doch nicht. Aber ich würde niemals von einem fremden Mensch das Handy kaputt machen. Es sei denn, ich würde da drauf, keine Ahnung, Kinder finden. Natürlich, dann würde ich das zerstören. Ich würde es auch nicht zurückhalten. Kuchen TV bastet, Digga. Bist du auch aufgeregt? Es geht so. Weißt du, wenn man gegen solche Leute antwortet, das wird schwierig an der Stelle. Kellys knallharte Konkurrenz. Ja. Ja, war nice. Mal wieder ein nices Video von hungriger Hugo. War gut. War ein gutes.